Gut, dass du kommst. Die Waffe, ich habe schon gewaltigen Hunger. Wo bist du denn gewesen? Na, das ist aber eine freundliche Begrüßung. Wo soll ich schon gewesen sein? Na, zum Beispiel bei diesem Balladen, der hier die ganze Zeit um dich herumschreit. Das ist doch nur ein Franzose, der sich anscheinend für den Schiffbau interessiert. Ich habe mehr den Eindruck, dass er sich dafür interessiert, wie du gebaut bist. Na, und wenn schon. Er plaudert sehr amüsant. So, so. Und was plaudert er so? Amüsant? Naja, er sagte, ich wäre sehr hübsch. Dafür brauche ich keinen Franzosen, um das zu erfahren. Aber ich bin auch, von hier höre ich ein Licht gleich. Also da soll man mich aus der Haut fahren. Ja, und sonst? Was wollte er noch? Naja, er wollte mich... Mir doch gedacht, Marie, du hast es darauf abgesehen, mich zu quälen. Aber ich liebe dich doch so. Da ist es mir doch einerlei, wenn du der ganzen Welt den Kopf verdrehst. Von der ganzen Welt bin ich noch weit entfernt. Aber ich werde nicht wissen. Da schaut den eifersüchtigen Gockel. Da könnt ihr sehen, mein Ivanov muss noch gehörig erzogen. Die Rose sucht es, meine Blume, wie geht denn ihr zum Opfer fällt?
Quad. Entweder das eine oder das andere. Du nimmst deine Macht die letzten Illusionen. Dabei bist du als Zimmermann ein ganzer Kerl. Ich hab dich bei der Arbeit beobachtet. Du kannst anpacken. Das muss man dir lassen. Naja, über dich kann ich mich auch nicht beschweren, aber sag mal, warum musstest du dich ausgerechnet in Magie verlieben? Nicht des strengen Bürgermeisters von Satan. Hast ja recht. Ich habe mich auch schon gefragt, wie ein so reizendes Mädchen einen solch aufgeblasenen Kerl zum Onkel haben kann. Vor dem müssen wir auf der Hut sein. Warum? Hast du was verbrochen, dass du Angst haben musst? Naja, dir kann ich es ja sagen. Du weißt ja, dass ich Russe bin. Und als ich 18 war, fand ich es schick, zum Militär zu gehen. Aber den Dienst fand ich dann überhaupt nicht mehr schick. Also ließ ich Gewehr und Rock in der Kaserne zurück und vertausche beides mit der Sehnsucht hier in Saardam. Nur erwischen dürfen sie mich hier nicht. Ah, ich verstehe. Aber du heißt ja wie ich auch Peter und machst mir den Anschein, als hättest auch du einiges zu verbergen. Ich bin mir sicher, du hast auch etwas auf dem Kerb, Moltz. Keine Angst, ich verrate dich nur nicht. Ich hole erstmal einen neuen Rubbel. Der hier ist schon total schrumpf. Dort, wo ich Utro, Zar Peter Michail. Stille vor. Du bist unerkannt. Nein. Da. Neuigkeiten aus St. Petersburg. Ja, gibt Neuigkeiten, aber keine gute. Eure Feinde versuchen anstacheln, Trelitzen und Bojagen für Aufruhr. Ziel, sie müssen kehren zurück in Heimat. Ich verstehe. Aber die sollen sehen, wer Herr in Russland ist. Denk, unser Schiff wird morgen fertig sein. Dann können wir sie schicken. Ah!
wieder über uns lustig. Marie, du bist ja ganz aufgeregt. Gibt es irgendetwas Wichtiges? Mein Onkel, der Bürgermeister, er will die Werft besuchen und alle sollen dabei sein. Keine Ahnung, was er vorhat.